Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute ein Schminkvideo für euch, beziehungsweise ein kleines Schminkvideo. Es gibt Neuheiten von Banana Beauty und die möchte ich mit euch gemeinsam ausprobieren. Es gibt zwei neue Sets und ein brandheiß neues Produkt, was rausgekommen ist. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Und ich möchte mit euch die Produkte ausprobieren, euch die Sets vorstellen und ja, einen Look mit den Produkten von Banana Beauty schminken. Falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und bevor ich starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keins meiner weiteren Videos mehr. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Banana Beauty hat ein brandheiß neues Produkt rausgebracht und dazu gibt es halt auch zwei Sets, die ihr dort bestellen könnt, wo eben dieses neue Produkt mit drin ist. Und ich würde sagen, ich stelle euch erstmal das neue Produkt vor und dann schminke ich einen Look damit. Und zwar gibt es jetzt ganz, ganz neu, ich freue mich riesig darüber, den Spritz O'Clock. So nennt sich dieses Produkt. Und zwar ist es ein Lip Cloil, also kein Lip Oil, sondern ein Lip Cloil. Und das ist eine Mischung aus einem Lipgloss, einem Lippenöl und einem Lip Plumper. Also da habt ihr quasi ein 3-in-1 Produkt und ja, mega cool. Ich habe es auch jetzt schon ausprobiert gehabt heute Morgen und kann euch dann noch ein bisschen was dazu sagen. Ich zeige euch mal, wie das Produkt ausschaut. Das ist voll cool von der Verpackung und ja, sieht einmal so aus. Mega, mega cool und das hat so ein bisschen, schmeckt so ein bisschen nach spritziger Orange. Das auch, wie gesagt, schon ausprobiert und sag euch da auch gleich was zu. Ich werde das hier in den Look mit einbinden und ich würde sagen, weil ich habe meine Base, ich habe noch nichts fertig gemacht in meinem Gesicht, ich würde meine Base mit den Produkten von Banana Beauty, die ich auch schon hier habe, fertig machen soweit und dann bringe ich die anderen Produkte mit rein, die eben in dem Set mit drin sind. Specialmäßig habe ich für euch natürlich auch wieder einen Rabattcode bekommen. 20% auf alles im Shop ohne Mindestbestellwert. Das ist richtig cool. Das heißt, wenn ihr euch einfach vielleicht dieses Cloil hier bestellen wollt, ich finde den Namen so witzig, dann könnt ihr das einfach machen ohne Mindestbestellwert. Könnt ihr 20% drauf sparen, auf egal, was ich euch jetzt zeige hier. Ne? Wenn ihr nochmal ein Produkt ausprobieren wollt, könnt ihr das machen. Und genau, es steht nochmal alles unten in der Infobox drin. Da könnt ihr sehr gerne reinschauen. Ich pinne das vielleicht auch nochmal an, den Code, und blende euch den auch hier nochmal ein. Ja, jetzt würde ich sagen, beginne ich mal. Also ich habe einen Primer und so schon drauf. Ich würde jetzt einfach mal das im Schnelldurchlauf mitlaufen lassen, was ich hier so in meinem Gesicht mache, bis zu den Produkten, wo jetzt in dem Set drin sind. Und dann stelle ich euch noch die Sets vor, die es gibt. Ich würde jetzt einfach mal starten mit der My BBF Cream. Das ist die BB Cream von Banana Beauty. Die kennt ihr ja von mir schon. Das ist Light Medium. Und die anderen Produkte seht ihr ja dann im Schnelldurchlauf sozusagen. Starte ich einfach mal. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense. So, meine Base ist soweit fertig. Also ich habe jetzt die Concealer benutzt, um mein Gesicht so ein bisschen zu konturieren und aufzuhellen unter den Augen und so weiter. Das eignet sich sehr gut. Und ansonsten habt ihr ja gesehen, die My BBF Cream, ne? Die habe ich jetzt so benutzt. Und jetzt würde ich gerne mit euch, das gibt es nämlich auch in einem Set mit drin, und zwar den Sun in a Pot Lips and Cheeks. Den kennt ihr ja von mir auch schon. Einmal hier so ein Gel, was eben pH-Reacting ist sozusagen. Ich zeige euch das mal auf meiner Hand. Und da könnt ihr das sehen. Das verfärbt sich dann und wird ein bisschen rosa. Geht so ein bisschen in die pinke Richtung rein. Ja, hier könnt ihr das sehen, wie das reagiert mit der Haut. Und das kann man eben halt als Blush benutzen. Das könnt ihr auf den Lippen benutzen oder auf den Augen, wo auch immer ihr wollt, könnt ihr dieses Produkt benutzen. Aber man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, ne? Seht ihr, das reagiert sehr schnell. Da gehe ich jetzt hier mit meinem Schwämmchen einmal so ein bisschen dippig rein und gebe mir das hier auf die Wangen. Das könnt ihr aber auch auftupfen mit dem Finger oder so. Je nachdem, wie ihr Lust habt, könnt ihr das Produkt benutzen. Könnt ihr dann einfach hier so ein bisschen auftupfen. Und dann seht ihr das schon, ne? Bekommt ihr so einen Blush. Also man braucht wirklich so, so wenig davon. Minimal reicht aus. Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen zu viel genommen. Und das gibt es in einem Summer-Trio-Set. Da bekommt ihr einmal den
Spritz O'Clock, dann einmal den Sun in a Pot und ihr bekommt eine wasserfeste Mascara mit dazu. Das ist einmal das Dreier-Set, das blende ich euch dann auch mal ein. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Also wenn ihr diesen Sun in a Pot eh mal ausprobieren wollt und wollt vielleicht auch eine Mascara haben, also die wasserfeste Mascara von Banana Beauty, die ist richtig, richtig gut. Und da könnt ihr das einfach auftupfen. Am Anfang, wo der neu war, habe ich echt viel zu viel davon verwendet und habe ruckzuck zu viel drauf gehabt. Man braucht wirklich nur so ein ganz kleines bisschen und das reicht dann schon aus, ne, wenn ihr nicht so viel haben wollt. Und dann sieht das Ganze richtig frisch aus. Man könnte das jetzt auch so lassen, man muss das ja nicht unbedingt abpudern. Ich bin allerdings der Abpuderer, also ich pudere immer alles so ein bisschen ab. Dieser Sun in a Pot, der ist echt süß. Ich mag den, den kann man vor allen Dingen auch für die Lippen ganz gut verwenden. Ich pudere mir das Ganze minimal ab, also ich gehe einfach mit dem Pinsel so ein bisschen drüber. Über die Stellen, wo ich abgepudert haben möchte, gerade auch hier so um das Auge rum und um die Nase rum. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch das andere Set. Jetzt machen wir nämlich mit den Produkten aus dem anderen Set weiter. Das ist einmal ein Vierer-Set, da habt ihr einen Eyeliner drin, also der Basic Bit. Dann meine Lieblingsmascara, die ist wirklich Gold wert. Das ist die Volume-Mascara, also Volume Up nennt die sich. Die kennt ihr ja schon. Einen Liquid Lipstick nach Wahl und einmal das Gloil. Das ist auch noch mit drin, also in dem anderen Set ja auch. Das wäre das Vierer-Set. Wenn ihr noch einen Eyeliner mit dabei oder so, könnt ihr aussuchen. Oder ihr nehmt gerade beide Sets, dann habt ihr ein richtig schönes Set. Finde ich auch gut. Eyeliner kennt ihr ja von mir schon. Das ist einmal der Basic Bitch und der sieht so aus. Das ist ein Filz-Eyeliner, der aber wirklich super lange hält. Die halten Ewigkeiten und die halten auch auf dem Auge sehr gut. Man kann super schön einen Lidstrich damit machen. Also das sind mit meine liebsten Eyeliner, die es gibt. Und der ist eben halt auch in dem Set mit drin. Ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt mal einen Eyeliner, hole euch noch mal ein Stückchen näher. Man kann den auch in einem durchziehen, wenn man das kann. Ich mache das nicht. Ich mache das nur so auf zwei, dreimal. So, das wäre einmal der Eyeliner. Also ich habe es jetzt nur so ein bisschen gemacht, ne, damit man halt einen Lidstrich hat, einen schönen. Den kann ich euch sehr empfehlen. Kennt ihr ja von mir schon hoch und runter und ich finde es cool, dass der mit in dem Set eben mit drin ist. Als nächstes kommt die Volume Up Mascara. Da habe ich meine noch. Die ist offen. Ich habe immer eine offen. Ich liebe die. Und das ist so eine sanduhrförmige Mascara und die macht mega tolle Wimpern. Einige von euch damit auch schon überzeugt und viele von euch haben die schon zu Hause und lieben die auch ebenfalls. Und ja, da mache ich mir jetzt, tusche ich mir jetzt meine Wimpern ein bisschen. Ich mache nur den oberen Wimpernkranz heute. Das ist die Mascara mit einer Schicht und guckt mal, wie schön die mit einer Schicht aussieht. Also ich finde das mega und gleich, wenn ich noch das zweite Mal drüber gehe, sieht die echt richtig, richtig gut aus. Das ist einmal die Mascara mit zwei Schichten und hier könnt ihr auch ganz gut sehen, also die macht wirklich schönes Volumen, bringt die in die Wimpern und das ist tiefschwarz. Es sieht einfach sehr, sehr schön aus. Mir gefällt das. Brauche einfach nicht mehr wie einen Eyeliner und dann halt die Wimpern so. Ich finde, das sieht auch mal ganz schön aus und das trage ich tatsächlich auch sehr oft so. Und das hält auch schön den ganzen Tag. Ich trage mir jetzt noch ein bisschen Highlighter auf. Da habe ich hier den Highlighter-Stick von Banana Beauty. Da gebe ich mir einfach nur so ein kleines bisschen mit dem Finger noch oben drauf. Ne? Der ist richtig gut, der Stick, und den mag ich auch sehr, sehr gerne. Und da geht das auch ganz schnell hier einfach. Da hat man so ein bisschen was im Gesicht. Der ist aber nicht mit im Set da drin. Den habe ich noch zu Hause. Mag ich auch sehr gerne leiden. Und jetzt kommt ein Liquid Lipstick und dann kommt das Lippenöl drüber. Ich würde aber sagen, ich zeige euch, die Liquid Lipsticks kennt ihr ja schon. Ich trage euch erstmal das Lippenöl bzw. das Gloil auf. Ich muss mich an das Wort noch gewöhnen. Also das ist wie gesagt ein Lippenöl, ein Lip Plumper und ein Lipgloss in einem. Das ist ein Nude-Ton und der passt zu jedem Hautton. Also der passt mit jeder Haut zusammen. Deshalb, es gibt nur diese eine Farbe und die schaut so aus. Ich kann euch gerne noch mal ein paar Fakten dazu sagen. Und zwar ist das ein 3-in-1 Produkt, ein Lipgloss, Lip Oil und Lip Plumper für sofort vollere Lippen. Ihr merkt auch beim Auftragen ein sofort prickelndes Gefühl mit einem langanhaltenden Kühleffekt. Das Produkt reduziert nachweislich feine Linien und befeuchtet die Haut in 28 Tagen. Ihr habt einen frischen, sommerlichen Orangenduft und das Produkt ist 100% vegan und cruelty free. Und den trage ich mit euch jetzt mal auf den Lippen auf. Also wie gesagt, ich habe das Produkt schon probiert. Erstmal ist das schön glossig und also es ist halt wirklich hier so ein nudefarbener Lipgloss. Nach ungefähr einer Stunde verwandelt sich das Ganze in ein Lippenöl. Also ihr habt erst einen Gloss und wenn das so ein bisschen eingezogen ist und so weiter, dann wird das zu einem richtig schönen Lippenöl. Also richtig cooles Produkt. Ich weiß auch nicht, wie die das machen, aber das ist total klasse. Und ich finde die Farbe richtig, richtig schön. Das ist halt so ein Nude-Ton, ihr seht es schon, und der passt halt wirklich zu jedem.
Es ist wirklich, es brennt auf den Lippen. Also es fängt jetzt auch sofort schon an und bitzelt auf den Lippen. Das macht wirklich einen Plumping-Effekt. Ich habe das ja schon ausprobiert. Und das seht ihr auch gleich. Und ich lasse das jetzt ein bisschen drauf und dann könnt ihr mal gucken. Es sind jetzt ungefähr 7 Minuten rum. Ich habe jetzt ein bisschen extra gewartet. Ihr könnt jetzt mal gucken, ob ihr was seht. Also ich finde schon, dass das ein bisschen was ausmacht. Meine Lippen, die bitzeln immer noch, aber das lässt jetzt so langsam nach und verwandelt sich in einen kühlenden Effekt. Also das ist erstmal so ein bisschen, das bitzelt erstmal, man merkt da erstmal nicht so viel und dann wird das langsam etwas kühlen, wenn dieses Bitzeln aufhört. Also das Bitzeln ist schon sehr stark und ja, so sieht das einmal jetzt aus. Kann man dann halt einfach drauflassen und wie gesagt, nach einer Stunde verwandelt sich das Ganze in ein Lippenöl, was ich ganz gut finde. Dann hat man nämlich die Lippe auch noch schön gepflegt. Mir gefällt das richtig gut. Ich finde auch den Farbton sehr schön. Wie gesagt, den kann man bei allen Hauttönen tragen. Nude ist eine gute Option. Die meisten sind ja irgendwie pink oder durchsichtig oder so. Ich finde das in der Farbe, in so einem Nude-Ton wirklich sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, ich nehme mir das jetzt aber nochmal runter und trage mit euch einen Liquid Lipstick auf. Dann könnt ihr auch sehen, gerade wie das auf einem Liquid Lipstick aussieht. Jetzt habe ich hier zwei Farben. Und zwar habe ich hier einmal das Oh Baby und Caramelita. Das sind zwei Liquid Lipsticks in einer sehr schönen Farbe, die sich super gut kombinieren lassen. Der Oh Baby wäre einmal der rote. Den kennt ihr ja von mir schon. Der ist wirklich extrem schön. Und dann kann man halt auch einfach einen Nude-farbenen damit kombinieren. Ich finde beide wirklich sehr, sehr schön. Ich würde mir jetzt, weil ich gleich noch zum Arzt muss, den Nudefarbenen auftragen, ne, den Caramelita und dann trage ich mir den Lipgloss oben drüber auf. Was auch nicht schlecht ist, habe ich jetzt gerade gemerkt, wenn man den Lipplumper drauf macht, lässt die Lippen ein bisschen aufplumpen, 10 Minuten, gibt dann den Liquid Lipstick oben drauf und dann von dem Lipplumper nochmal ein bisschen was. Finde ich auch nicht so schlecht, so hat man seine Lippen quasi schon so ein bisschen vorbereitet. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Trage ich mir den Liquid Lipstick auf. Die Produkte sind übrigens alle sehr, sehr gut von den Inhaltsstoffen. Also bei Banana Beauty, die Inhaltsstoffe sind super gut, super hautverträglich, vegan und ohne Tierversuche. Also die haben wirklich eine ganz tolle Philosophie, was die Produkte angeht. So, hier zeige ich euch die Töne nochmal geswatcht. Also das ist einmal das Cloyl. Das sind die beiden Lipsticks, also die ich jetzt hier habe, die ich auch sehr schön finde zum Kombinieren. Ihr könnt aber auch einen Lipstick nach Wahl nehmen. Ne? Also das wäre einmal Oh Baby und das ist Caramelita. Und jetzt zeige ich euch, wie das Cloyl obendrauf wirkt, wenn man das aufträgt. Ne? Ich trage das jetzt einfach mal obendrauf auf. Und da könnt ihr das vielleicht auch schon so ein bisschen sehen, wie sich das von der Farbe vielleicht auch so ein bisschen verändert. Ne? Das wird halt einfach so schön juicy dann und so ein bisschen gedeckter einfach durch das Nude, was hier drin ist. Ich trage mir jetzt auf das Caramelita auch das Cloyl auf. Und das seht ihr das jetzt mal, wie sich die Farbe verändert. Und das geht dann so ein bisschen mehr in die Nude-Richtung und es wird ein bisschen dunkler. Nur damit ihr das mal als Beispiel seht, wenn ihr die Produkte zusammen anwendet. Ne? Dass das halt so ein bisschen die Farbe auch verfälscht von dem Liquid Lipstick. Aber ich finde es trotzdem sehr schön. Also ihr könnt den über jeden Lippenstift drüber auftragen. Ne? Ja, genau. So sieht das einmal aus. Das wäre einmal mein fertiger Daily Look mit den Produkten von Banana Beauty. Ihr seht es jetzt, ne? Es sieht sehr, sehr schön aus und es ging wirklich sehr schnell. Also das ist immer, man kann damit sehr schnell einen Alltagslook schminken. Dafür finde ich die Produkte richtig, richtig toll. Man kann aber auch einen Glam-Look damit schminken. Also das kann man immer gucken, wie man das möchte. Also die Produkte sind wirklich sehr schön. Die Sets finde ich auch sehr schön zusammengestellt. Und ich finde auch, ja gerade diese beiden Farben passen sehr gut dazu. Das ist ja so ein Rot, was eher so ein bisschen in die orangene Richtung geht und dieses Spritz-O-Glock nennt sich das hier, also das passt perfekt halt zu dem Thema, ne? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Team Lipplumper oder Team Nicht-Lipplumper seid. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß von einigen Zuschauern, dass sie das nicht mögen. Ich weiß aber auch von einigen, dass sie das sehr abfeiern, wenn ein vernünftiger Lipplumper auf dem Markt ist. Die meisten taugen tatsächlich nichts und ich denke, das hier ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Produkt für den einen oder anderen. Ich finde den Deckel so schön. Ich finde die Verpackung so mega toll gemacht. Naja, auf jeden Fall, ich lasse euch unten in der Infobox den Link zu Banana Beauty. Ich lasse euch den Rabattcode unten drin und die Sets habe ich euch eingeblendet. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr den Look jetzt findet. Das ist ein ganz einfacher Daily Look, ne? Ohne viel Schnickschnack. Und ich denke, das geht auf jeden Fall klar. Ich würde mich verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart, ihr Lieben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!